So, da bin ich wieder. Jo, Test fehlgeschlagen. Also mit der neuen Alpha, mit der Alpha 5 kriege ich sogar noch mehr Fehlermeldungen. Ja, irgendwelche Set-Skript-Fehler, 41 Stück, obwohl ich, wie gesagt, die aktuelle GZ-Doom-Version benutze. Also keine Ahnung, was mir da fehlt. Muss ich mal noch mal in der Readme dann mal durchblättern, ob ich da noch irgendwas brauche, was ich nicht habe. Ja. Aber wie gesagt, ist für uns ja für das Let's Play in dem Sinne sowieso egal, weil wir haben ja jetzt quasi unser Spielstand bereits angefangen They are mit der rage, Alpha 2. brutal, without Glaube ich, mercy. keine Ahnung, dafür die Karte nutzen. Von da können wir sowieso nicht umsteigen, aber also, es wäre halt interessant gewesen, wie dieser BFG, weil das halt, wie gesagt, hier das mit unserem Problem. Wir können einfach mal die vier Folgen jetzt, beziehungsweise. Es sind ja bloß noch zwei Folgen. So spielen, einfach weil es Spaß macht gerade. Und dann danach gucken wir mal. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viele Maps es überhaupt gibt. Okay, komplett bis 31. Da haben wir ja noch. Ach nee, Moment mal, hier ist natürlich eine Lücke. Jetzt sind wir 4 gerade. Wir sind bei 25. Oh Gott, so viele gibt es ja gar nicht mehr. Wir sind jetzt quasi hier. Dann kommt die quasi noch morgen und nächste Woche kommt dann bloß noch die und die. Beziehungsweise nächste Woche nicht, sondern nächste Woche geht es ja immer wieder mit dem Eternal weiter. Aber. Okay. Wie Konfetti! Macht ja richtig Spaß, hier mit der BFG durchzurennen. Alter. Wow, 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 Alter. Wenn wir so viel mit einmal sterben, ist das echt ganz schön, ne? Doom ist wohl nicht so ressourcenschonend wie gute Doom. So, wo geht's hier lang? Ich sehe auch schon wieder einen Scheiß, Alter. Wieder so dunkel. Oh, da ist jemand. Oh. Ja, ich habe vergessen, Dinge zu verlängern. Okay, also wie gesagt, jedes Aktivieren kostet Munition. Aber wenn ich es einfach nur verlängere, dann kostet das keine Munition. Ist ja auch ein bisschen gaga. Dann kann ich mal gucken, wie die alle sterben. Nehmt dem Gas so irgendwie fast ein bisschen den Reiz, kann das sein? Ich meine, es war jetzt interessant, ein bisschen zuzugucken, aber irgendwie. Wo müssen wir überhaupt hin? Nein, hier bin ich falsch. Sieht interessant aus, ja. War ich hier schon? Ach nee, neuer Ort. Wo denn? Oh. Hello. Da oben ist ein Backpack. Aber ich glaube, ich darf hier oben noch gar nicht sein. Kann er sein? Nee, kann ich nicht. Sehen. Okay, dann. Hol ich einen Blue Key. Blue Key gibt es im Baumarkt. Oder? Das ist was im Wege? Totenkopf? Okay. Reptor. Red Key. Und das heißt, wir müssen. Ah, ne, wir auch nicht weiter. Hä? Wo müssen wir denn jetzt hin? Junge.
Von da kamen wir. Nee, von da kamen wir. Gehe ich mal in die Mitte rein? Ah, hier waren wir noch nicht. Kommen wir wohl nicht weiter. Ha! Na gut, gehen wir mal wieder zurück. Irgendwie, Ach, na schau mal an. Also, Alter, vor allem dadurch, dass das ja ist ja quasi ist ja kein mit einmal Bumm weg sind sie, sondern dadurch, dass sie quasi die ganze Zeit Punkte abgezogen bekommen, also jetzt die Gegner hier, ist es quasi für die wie so ein Dauerschuss, wie so eine Dauerbefeuerung und dadurch stacken sie. Das heißt, sie können selber nicht angreifen in der Zeit. Okay, da können wir runter. Da, seht ihr? Greif nicht an. Wobei diese Hell Knights, die haben den Anschein gemacht, dass sie sich befinden können. Also ist das wahrscheinlich auch von der Stärke der Gegner abhängig. Hängig, ob sie sich dagegen wehren können oder nicht. Nichtsdestotrotz ist es komplett overpowered. Also, seht ihr, die sollte, die können auch angreifen und so. Das war mit der Stille. Die können sterben. Ah, hier ist ein Schalter. Ah, oh, okay. Da habe ich eine Treppe. Ist ja sehr schön. Was liegt denn hier? Ich gehe mal davon aus, hier müsste eigentlich irgendwo ein Key sein. Aber hier ist gerade alles so scheiße dunkel, dass ich gar nichts sehe. So gesehen ist dieses grüne Licht sogar ein Vorteil, weil es leuchtet. Lässt mir gerade quasi die Sonne aus dem Arsch scheinen. Also, irgendwie verstehe ich gerade nicht, wo wir hin müssen. Na, hier rauf? Dann können wir auch nicht. Oh! Haben wir gleich wieder unsere Rüstung wiederbekommen, die er uns gerade abgezogen hat. So. Da ist eine Tür, da ist aber rot. Nee. Ah! Ah, die können sich auch nicht gewehren. Boah. Okay. Ist das auch? Nice. Nächste ist unsere BF4 auch gleich wieder voll. Das ist so wahnwitzig einfach. Okay, ich werde das wirklich tatsächlich mal speichern. Einfach weil es so eine riesen Map ist, das heißt, wir werden hier wahrscheinlich noch viel länger brauchen. Von daher ist es ganz gut, dass wir uns hier nicht mit den Gegnern anlegen müssen, sondern dass wir uns allein auf die Map als solche schon konzentrieren können. Weil die Map hat irgendwie den Anschein, ganz schön verwirrend zu sein. Ich muss aber mal schauen, vielleicht werde ich in der nächsten Map schon nicht mehr das mit dem PFG machen. Das ist ja hier. Also, ich meine, wie gesagt, bei der Map jetzt ist es ganz vorteilhaft. Zum einen, weil wir uns nicht mit den Gegnern hier rumschlagen müssen, zum anderen, weil wir natürlich Licht haben, was bei dieser doch sehr, sehr dunklen Map von Vorteil ist, muss ich hin. Vor allen Dingen aber, ich muss irgendwas sehen. Ach da. Da ist ein Schalter, den kann ich aber nicht klicken. Drücken. Was willst du sagen? Genau, vor allen Dingen haben wir aber durch dieses BFG halt Licht und Ruhe von den Gegnern, sag ich jetzt mal. Ah, das war ein Schalter. Hat aber hier nichts gemacht. Kommen wir denn hier wieder raus? Von wo kommen wir denn überhaupt? Ach, wir sind hier runtergefallen. Wo kann das sein? Kommt von da. Ah. Okay. Genau, von da sind wir runtergefallen. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Hier geht's nicht weiter. Hier war ein Schalter, den ich gerade geklickt habe, wo ich aber nicht weiß, was der jetzt genau gemacht hat.
auch Leute. Mal versuchen hier durchzukommen. Bei Speedrunner machen das auch immer. Hat aber nicht. Oh, Alter. Gerade kommt hier raus. Wir kommen hier weder raus. Noch können wir hier irgendwas Sinnvolles machen. Vor allem sehe ich halt auch einen Scheiß gerade. So, hier ist ein Schalter, den wir nicht drücken können. Ah. Oh, wow. Okay. Deine Dummheit wieder kickt. Oh! Gehen wir nicht vor hier einfach. Wie sogar die Lost Souls gleich attackiert werden. Okay. Kann ich auch nichts machen? Oh Leute, was muss ich denn jetzt machen? Ah! Können die andere? Ja, die können angreifen. Aua! Was war die Kanone? Rüstung. So, schön jetzt Rüstung wieder einsammeln hier. Ey, ich fühle mich gerade wie so ein richtiger Cheat. Vier Rüstung brauche ich noch. Uhe. Ziehen wir ein bisschen raus. Halt, nein, da hinten ist noch was. Da oben ist noch. Hier ist noch ein kleiner Raum. Und eine fucking Spinne. Ach du Scheiße. Also hier. Spider-Master mit meine ich. Das wird ein Spaß. Muss ich jetzt nochmal. Wo wollte ich denn gerade? Ach! Du Kacke! Komm bitte, stirb! Ah! Oh, Alter! Also sie damit ins Ziel bringen oder? Ah doch, schaffe ich. LOL, Alter. Der mal sterben. Boah, Alter. Frame Drop des Grauens. Ich versuche erstmal hier einen Ort nach dem anderen abzuklappern, sonst hänge ich mich hier echt zu sehr auf. Also erstmal gehen wir hier hoch. Okay, hier geht es scheinbar weiter. Jetzt müssen wir eine griffen. Und ein guter Doom-Spieler weiß genau, wenn er irgendwo hingeht, wo Gegner sind, dann ist das quasi ein Willkommensgeschenk. Er ist also auf der richtigen Spur. Also die Viecher, die können sich bewegen und sogar versuchen anzugreifen, aber die kriegen scheinbar auch nicht ganz hin. Ach, hier waren wir doch bereits. Okay, ab zurück. Hä? Jetzt bin ich schon voran in der Bereich, wo wir gerade. Oh Mann, ey. Da unten waren wir. Wir sind jetzt weiter umgegangen. Wir müssen also wieder da runter. Dann müssen wir da lang. Ah genau, hier oben waren wir. Okay, gut. Also hier geht es scheinbar nicht weiter, sondern nur zurück zum Start. Zum Anfang. Gut, dann gehen wir mal doch hier rauf. Und ich höre uns beide mal. Cyber Team. Ach du Kacke. Ja, sie können uns wirklich angreifen. Vor allen Dingen sind die mit ihrer Scheißsäure auch gefährlich.
Not yet. Waren die nicht drei? So. Okay, geht's auch weiter? War doch dieser Entfernung, auf der das Ganze wirkt. Oh. Raus ist halt gerade die Feuerwehr oder Krankenwagen oder ähnliches lang. Okay, ich brauche einen blauen Schlüssel. Den kriege ich natürlich nicht, wie es aussieht. Das heißt, ich muss den Blauschlüssel erstmal finden. Na komm. Okay, da reagiert nichts. So, dann gehen wir mal doch hier lang und gucken mal, was hier so abgeht. Oh mein Gott. Okay, schauen wir uns bei der Mastermind. Synchronstern. Was? Wo denn? Ah, da. So, hier ist ein Alienkopf, der macht aber nichts. Oh. Ein süßer Arztron. Noch ein Arztron. Das war doch wohl ein Schalter. Oh. Gut, mehr gibt's hier nicht. Oh. Na komm, komm, stopp. So, ich gehe mal davon aus, ein bisschen über das Lava, über die Lava rüber. War klar, wir können natürlich nicht darauf springen. Das ist natürlich super angenehm. Danke dafür. Danke. Heilige Scheiße. Halt die von hier, komm hier. Schon wieder Lava. Oh Gott. Holy moly. Ha, versuchen wir mal hier rüber zu kommen. Ich muss auf die Haut laufen. Ich hoffe, ihr wisst ja jetzt, was damit gemeint ist, wenn man vom Game Breaking spricht. Das sind quasi dann halt Mods, die das Spiel so stark manipulieren, dass es zum Beispiel viel zu einfach wird. So wie das jetzt gerade. Ah,
Keine Ahnung, hier waren wir gerade. Also da drüben natürlich. Wow, bitte was? Ihr habt ja wohl nicht mal alle hier. Aua, 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 Alter. Alle weg? Sieht das geil aus. Holy shit. Das funktioniert schon wieder. So. Nichts. Da brauchen wir den auch nicht weiter. Ich würde es wirklich mal hier bekommen, aber hier kommt mir gerade gar nichts. Also auf jeden Fall ist eins klar, wenn wir jetzt nicht die BFG hier hätten, ich guck mal, dann wäre das eine von den Maps, wo wir einfach wieder 4 Folgen für bräuchten. Da oben ist mal rauf. Kommen wir aber. Ach, hinten ist noch was, wo wir nicht waren. Okay. So, hier müssen wir rauf. Okay. So, jetzt? Nee, ich auch nicht weiter. Ach Quatsch, hier war noch eine Tür. Ist schon wieder. Uah! Holy shit! Ist der nicht Peter? Ja, genau, das war der Bereich. Wo wir den Red Key brauchen. Scheiße. Oh. Hä? Was? Hä? Okay, das ist ja gutes Gold. Aber wie komme ich da ran? Ohne Spring natürlich, klar. Ist das hier ein Puzzle oder so? Ah, ja. Okay, das ist funny. Jetzt muss ich auf die andere Seite. Ah, ich habe den Plan. Ich habe voll verstanden und so. So, hier muss ich jetzt überspringen. Jawoll. Oh, du Scheiße. Ah, ja, er kann also auch kämpfen, obwohl ich ihn hier mehrere. Alter, nein! Holy shit! Alter, guck gerade! Ich kann einfach hier stehen. Okay, die Teilbahn ist mal weg. Ich schätze mal, lachen wir den auch an ihm. Die fallen immer noch. Ja, also die können sich auch bewegen, wenn ich hier sie dauerattackiere. Ist natürlich heftig. So, da weiß ich das rote Ding. Okay. Ja, verstehe ich voll und ganz. Bin ich voll dafür? Kommt jetzt noch was oder? Hallo?
Okay, wo komme ich hier wieder weg? Ach, da komme ich weg. Hä? Nee, Moment mal. Das hier ist gesperrt. LOL. Ah, damit ich nicht. Ja, okay. Das war ein Verzögerer, damit ich einfach drücken kann und von den ganzen Gegnern hier fliehen kann. Sondern dass ich mich ein bisschen die Gegner auseinandersetzen muss. Quasi ein Demokratiebeschleuniger. Ja, und hier geht's wieder. Wow. Okay, hab verstanden. So, jetzt habe ich den roten Key und mit dem roten Key kann ich jetzt genau da hinten. Oben links. Kommt hier lang? Ja. Hä? Ich habe doch roten Key. Alter, fick dich ins Knie, ich habe nur roten Key. Ja, okay, dieses Strange kommt also auch bei der BFG. Ja. Nicht hauen. Ach so, genau, das war von da kam ich gerade, halt, ich muss in die Richtung weiter. Ach so, ich hätte also erst den Knopf drücken sollen, dann hier reingehen sollen. Okay. Beziehungsweise ist auch noch ein Schalter, komme ich an den ran? Ah, ja, komme ich. Da. Was genau ist das Ding jetzt geöffnet? Warum haben sie was drin? Und mich ist das so Speed? Ach, da, das Ding ist... Wow. Okay. Das macht natürlich Sinn. So, ich habe immer noch nur den roten. Das heißt, es muss irgendwo noch was Rotes geben. Da oben ist eine ganze Menge Unerkundetes. Da, okay, das ist wahrscheinlich das Exit. Ich muss also definitiv nach da oben irgendwie. Okay. Ah, das ist gerade. Ich hab gerade im gleichen Ort wieder teleportiert. Kennt oder ist einfach nur dumm? Ich weiß auch gerade. Hä? Wow, die teleportiert mich einfach genau eine. Okay, nicht weiter nachfragen. Lebt er immer noch? Du und ich! Ein Mann gegen Mann! Du mit deiner scheiß BFG, ich mit meiner scheiß. Nee, andersrum. Du mit deiner scheiß Minigun, ich mit deiner BFG. Ha? Wer gewinnt? Bitch! Boom, Digga. Das war der männlichste Kampf ohne Fäuste. Okay. Ja, wo muss ich jetzt hin? Ich muss, glaube also in, nach rechts kann ich nicht, da brauche ich die blaue Karte. Ich muss also nach oben. Ach, komm. Aber hier geht's wieder nur zum Anfang. Gar nicht, da kann ich gar nicht lang. Ja, da gehe ich geradeaus dran vorbei. Man muss noch irgendwas Rotes geben, was ich übersehen habe.
Irgendwo, da hinten ist das hier. Da finden wir aber nichts, weil ich alle drei Keys. Hier ist, da ist nur was Blaues. Okay, ich versuche mal einmal komplett außen rumzulaufen. Alter, man sieht hier gar nichts. Ich laufe am besten direkt nach der Karte. Ist wahrscheinlich das Einfachste. Da lang. Da geht nicht weiter. Nach da. Rauf. Da. Da lang. Ah! Okay. Yep, hier war ich offensichtlich noch nicht. Sehr schön. So, das heißt, ich versuche erstmal hier lang zu gehen. Da steht was. Vor allem die Frage ist, ist diese BFT wirklich unabhängig? Also egal wie viele Gegner da sind, pro Gegner ist immer der gleiche Schaden oder ist es quasi ein Gesamtschaden, der hier auf die Gegner aufgeteilt wird? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, egal wie viele Gegner da sind, die Gegner sterben immer gleich schnell. Und das würde bedeuten, dass der Schaden pro Gegner quasi immer gleich ist, egal wie viele Gegner da sind. Holy shit, holy shit. Bitte nicht hauen. Thanks. So, hier gibt es jetzt was? Gar nichts. Ist ja auch nett. Siehst du, wie sieht das eigentlich von der hinten Perspektive aus? Vor allem, wie ich einfach gar keine BFG in der Hand halte, sondern einfach nur so eine Pistole oder so. Ist leider nicht so wie bei Brutal Boom, wo es wirklich für jede Waffe ein eigenes Sprite gibt. Ah! Hä, mich mal. Das ist für später zum Fahrstuhl. Sag mir trotzdem nicht, wo ich jetzt hin muss. Gut, dann gehe ich, dann betrachte ich den Raum erstmal als abgeschlossen und gehe mal zum nächsten. Das wäre dann, ist hier was? Ja, aber jetzt was ich nicht drücken kann. So, hier geht's weiter. Da ist noch was. Wow, Alter. Ich sollte einfach die gesamte Zeit per Map spielen, da sehe ich mehr als so. Aber so sehe ich halt einfach original gar nichts. Also doch, ich sehe jetzt gerade was. Aber man verliert so halt ultra schnell Orientierung. Okay, das ist die Falle. Wieso hänge ich denn? Ich kann gerade nicht laufen. Hallo? Och nee, nicht wieder so ein scheiß ja, doch. Ich bin in der Wand festgeglitscht. Och nee, ey, ernsthaft. Das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst. Ja, ist ja gut. Oh, ist das Mist, Alter. So, war hier jetzt was? Okay, das war ein Secret. Da kann ich natürlich nicht drauf. Ach ja, das war das mit der roten Karte. So, hier gab es nichts, genau, hier gab es nichts. Hier gibt es nichts zu sehen. Wie komme ich denn jetzt nochmal zum roten Key? Ah, doch hier irgendwo, oder nicht? Alter, Junge, weg hier mit dir.
Doch, das ist hier, aber komm nicht drauf. Ach ja, hier gibt's auch noch Weg. So, jetzt wird wieder Schalter drücken. Dann gab es hier unten Teleporter. Der Teleporter war da. Mit dem kam ich nach hier. Muss jetzt hier. Achso, genau, musste hier wieder raus. Jetzt muss ich erst zu der Seite gehen. Genau. Hier war ein Schalter. Jetzt wieder zurück. Jetzt auf die andere Seite. Bam. Und hier muss ich einmal lang sprinten. Perfekt. So, wo ist der Ausgang? Der Ausgang war da. So. Wird jetzt die ganzen Gegner kommen? Was bist du eigentlich? Was bist du da? Achso, das ist ein Verteidigungskopf. So, jetzt haben wir schon lang. Aua, tut mir weh. War das nie sowas? Alter, die Framerate gerade. Wie ist das für ein Minusbereich? Aua! So, damit haben wir den Bereich. Ja, alle tot. So, jetzt haben wir die rote Karte. Jetzt müssen wir damit wieder nach da oben rechts irgendwo. Einmal hier lang. Jetzt war das da. So, war hier was? Nee, ne? Hier war gar nichts. Ich musste nach hier. Und hier auf den Schalter aktivieren. Ah, okay. So, jetzt, genau, jetzt spawnen die hier alle. Geh doch mal weg da, ich will da hin. Oh, Leute. Abgefahren mal. Ey, kann ich das vielleicht auch mal hin? Alter, was für törichte Türer. So, jetzt geht genau hier hinten für mich auf. Bam. So, hier war das Ding, was keinen Sinn gemacht hat. Achso, dann wahrscheinlich, wenn das Ding hier noch zu ist, dann kann man da mit sich. Okay, gut. Dann macht es vielleicht doch Sinn. So, hier war jetzt gerade der Mann vs. Mann Kampf. Der Männerkampf. Ohne Fäuste? Da kommst du. Danke. So, jetzt musste ich wieder nach da oben. Na komm. Habe ich noch keinen Dreiersprung oder was? So, jetzt wieder der Bereich, wo es besser war, mich mit der Karte zu orientieren. So. Jetzt aber mal speichern. So, hier war nichts. Hier war ein bisschen was. Oder nicht?
hier war das mit diesen Viechern, genau. Genau. So. Wieder speichern. Oh, Alter, dieses, dass man hier alles doppelt machen muss, nur weil Doom for Doom schon wieder in dieser Wand festgeglitscht hat. Gibt's doch gar nicht. Ich verstehe auch nicht, woran das liegt. Okay, ab jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir lang müssen. Das heißt, dass wir dem recht drüben waren. Ja, genau, da oben war der Schalter. Genau da, der Schalter war das. Mit dem haben wir uns festgeglitscht. Das geöffnet. Da geht's nicht weiter. Oh. Oh, hier geht's weiter. So, da wird nicht angreifen. Ah. Okay, dann muss ich blauen Key. Wow. Ach, ich dachte, das ist ein Teleporter für uns. Aber nein, das ist nicht so. Achso, oder wieder für beide. Also, dass ich mich da dann auch so teleportieren muss. Wenn die denn hier mal fertig sind, dann weiß man ja nicht. Okay, jetzt hat sich natürlich das gesamte Spiel aufgehangen. Ja, geht's halt um Crashlock. Da. Herrlich. Wo bin ich? Achso, hier. Schon wieder das Update machen. Nee, nee. Dieses weg? Ja, dieses weg. Sehr schön. Das hat man ja. So. Was für ein Blau. Okay, ich mach die erste fertig, bevor die mir auf den Sack gehen. So, versuchen wir jetzt mal was Blaues. Haben wir schon wieder welche? Alter, wie lange spawnen denn hier noch nach? Immer das, wenn du nicht weißt, wie lange die rumspawnen. Feierplätze. Okay, da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Das heißt, wir gehen mal hier lang. Nee, kommen wir gar nicht lang. Nee, können wir nicht. Gut, dann gehen wir also doch wieder zurück. Wir müssen ja hier noch nach oben. Also nach da. Ich sehe nichts. Hä? Was soll ich jetzt hier machen? Aber steht nicht richtig. Soll ich hier rüber oder was? Nee, geht doch nicht. Okay, dann können wir das also erstmal sein lassen. Dann versuche ich jetzt tatsächlich doch mal wieder nach unten zu gehen, nach ganz raus und
dahin zu gehen, wo wir diesen blauen Key hatten. Das ist... Gott, wo muss ich denn da lang, bitte? Hä? Achso. Ich bin schon wieder hier. Oh Gott. Dann muss ich da raus, muss ich da lang, muss ich da lang. Hier muss ich die Treppen hoch. Ich muss jetzt da raus, einmal quer über das gesamte Feld laufen, jetzt hier runter, hier die Treppe lang, dann muss ich hier lang, da so bam, 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 hier ist eine Tür, einmal öffnen bitte, so runterspringen. Was jetzt noch? Jetzt muss ich nach, genau doch, nach da, konnte ich hier nach da laufen oder auch nicht. Hä, wo ist jetzt hier? Ach, da geht's lang. Okay. So, dann konnte ich jetzt da rumlaufen. Hier die große Treppe hoch. Und dann sind wir auch schon fast wieder da, wo die Blockdinger waren. Genau. Kompliziert. Aber ich kann ja gar nicht rüber, kann das sein? Na, wenn es das Ding eigentlich weiter hoch müsste. Habe ich das Gefühl, dass irgendwas verpackt ist. Auf jeden Fall müssen wir nach da oben, aber da kommen wir nicht hin. Ist ja mal total crazy. Ist hier was? Nichts, was ich sehe. Was ich nicht weiß, macht mich nicht frei. So, von hier kommen wir wieder rüber, wie sind wir da? Ah, ich kann es also von hier anschießen. Okay. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Nö. Ah. Jetzt bin ich hier, aber ich muss schon Geld kriegen. Den natürlich auch, wenn ich habe. Halt uns wieder zurück, fährt Marsch und hier erstmal auch voll. Wow. Auch ein gelber Key. Hier rein zufällig einen gelben Schlüssel. Nein, gibt's hier nicht, aber hier gibt's Tür. Die werden wir nicht aufbekommen. Oh, okay. Dann kommt hier da gleich der gelbe Schlüssel. Wetten? Jetzt nicht so lange. Da kommen immer noch welche. Was ist das? Habt ihr es jetzt bald mal? Oh, Junge! Ja, schön, ich mach Ruhe. So, dann können wir jetzt quasi hier oben lang. Wir könnten eigentlich sogar schon direkt ins Ziel gehen, habe ich aber gerade keinen Bock drauf. Erstmal hier. Ach, die Scheibe.
Vielleicht doch keine so gute Idee. Na komm, stirb. Danke. Okay, hier ist nichts. Und hier geht's wieder raus. Ja, okay, komm. Dann gehen wir doch zum Ziel. Der war jetzt. Das hier. Ja, ist doch richtig. Müssen wir doch hier. Genau. Komm, Treppe hoch. Hallo? Oh, was mache ich denn hier? So, das Ziel ist hier oben. Genau. Da ist es. So, wollen wir ordentlich an Menschen sind, machen wir die andere Seite auch noch auf, damit sie nicht durchgehen. Achso, das ging automatisch mit auf. Sehr schön, alle tot. So, das ist jetzt das Ziel. Nein, das ist noch nicht. Mal hier, Junge, was ist mit dir los? Wo rennt sie denn lang? Okay, das ist das hier. So. Schauen wir dich nochmal. Gehen jetzt wunderbar. Friede, Feuer, Alkohol. Wo noch immer. Alter, ey. Gut, aber wie gesagt, in der nächsten Map nutze ich die BFG nicht mehr. Außer natürlich, da sind jetzt auch wieder 800 Gegner. Ne? Dann, vielleicht doch. Mal gucken, habe ich ja gerade nicht geguckt. Werden wir sehen, wenn es soweit ist. Du kannst auf jeden Fall bitte wieder weg. Danke. Ja, und dann würde ich mal sagen, schauen wir drauf.